Guten Abend. Willkommen beim Detroit-Spielerlebnis. Ja, willkommen zurück zum Teil 3 des Let's Plays zu Detroit Become Human. Ich habe einen Fehler gemacht. Im zweiten Teil bin ich doch tatsächlich der Inszenierung des Spiels aufgesessen, dass der Charakter Markus, der eingeführt worden ist ins Spiel, nicht ein einziges Mal gesprochen habe. Das stimmt nicht. Tatsächlich hat er zwei Worte gesagt, nämlich Zahlung bestätigt. Das wollte ich nur noch nachliefern, um zu zeigen, dass auch die Wahrnehmung, die wir von einem bestimmten Setting haben, in dem wir uns kommunikativ bewegen, sehr stark von unseren Erwartungen und Haltungen geprägt ist. Und das Spiel hat mich hier an der Nase herumgeführt. So kann es gehen. Wir sind faktisch stehen geblieben an der Stelle, an der ich hoffte, dass wir Teil 3 mit dem Androiden Kara weiterspielen. Und genau das werden wir jetzt tun. Hoffentlich. Es ist ein Benzinmotor. Das Feedback bekommt man über die Rammelmotoren des Controllers. Dann Kara, viel Glück. Kommst du? Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fange unten an, mach dann oben weiter. Dem, was du brauchst. Ja, kann ich besorgen. Ich hatte mich schon auf Schlimmeres eingestellt gerade. Ja, gleicher Ort, also du weißt wo. Gut. Den Kaffeetisch. Fernseher an. Familie in prekärer Situation und Job.
nichts da zu sehen. Es wird eine Hochbahn gebaut. Neuer Stadtteil entstehen. Wir sind faktisch schon an der Abbruchkante. Verdammt, Mann! Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Ob Alice mit mir redet? Das ist aber hübsch. Wie heißt es? Das Kind spricht nicht mit mir. Ja, herzlich willkommen im Alltag eines Androiden. Der tatsächlich... Rechnungen. Huch, was soll ich hier machen? Ja, wenn ich im Moment einen Controller mit Bewegungssteuerung angeschlossen hätte. Und jetzt zum Sport. Als erstes Basketball. Die Gears bereiten sich auf ihr wichtiges Spiel heute. Weitere 225.000 Jobs wurden im Oktober in der US-Wirtschaft abgebaut. Laut Arbeitsministerium stieg die Arbeitslosenquote damit auf 37,3%. Präsidentin Warren sprach heute bei der Eröffnung eines neuen Cyberlife-Werks bei Milwaukee. In ihrer Rede hob die Präsidentin erneut Cyberlifes Rolle bei den großen Erfolgen der US-Wirtschaft hervor. Weiterhin gab sie bekannt, dass der Etat des Verteidigungsministeriums für den Kauf von 200.000 Android-Kampfeinheiten erhöht wurde. Ja.
Transport, Militär, Wirtschaft. Jetzt haben wir das mit einer bestimmten Handlung, das haben wir auch das erste Mal im Spiel gesehen, eine Dialogoption freigeschaltet. Das heißt, ich kann die Geschichte in eine bestimmte Richtung drängen, die mir bisher nicht möglich war. Wirklich ärgerlich. Weg da! Wir sind tatsächlich alles. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Alice im Wunderland. Natürlich. Okay, die Speicherzurücksetzung, der Reset scheint sich nicht zu beziehen auf Weltwissen, das sie hat. Sondern nur, dass er sie tatsächlich erlebt hat. Selbes Spiel. Das kann ich nicht ohne Bewegungssensor nicht lösen, das Problem. Gut, das war die oberste Etage. Putze oben, Tatsache. Dann muss ich die Aufnahme erstmal hier unterbrechen. Und einen anderen Controller anschließen. So. Ich habe kurz den Controller getauscht. Weiß aber immer noch nicht, was ich machen soll. Ah.
Jetzt gehen wir kurz nochmal zu Alice. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gerne hingehst. Dein Lieblingsessen? Das würde mir sehr helfen. So. Nun, diesmal ist alles anders. Das Mädchen schweigt. Und die Androidin spricht. Ja, das stand ja zu befürchten. Das stand ja zu befürchten. Todd hat offensichtlich Kara das erste Mal, man würde sagen, getötet. In der Logik des Spiels und vielleicht auch aus der Perspektive des Mädchens. Was machst du da? Ich spiele. Du spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Na? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Ich weiß, was du von mir denkst. Du hasst mich. Du hasst mich, oder? Sag es! Du hasst mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb.
Ja, eine doch recht ergreifende Szene. Jetzt zum Schluss. Und eine Mischung, die erwartbar ist, die das Spiel hier erzählt. Eine Familie, die ins Unglück gestürzt wird, weil die Mutter fehlt, in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät und sie in eine Spirale von Gewalt begibt, die das Kind verstummen lässt. Auch das ist wieder eine ganz spezifische Art und Weise, wie hier Sprache eingesetzt wird und die man sich freilich schöner vorstellen könnte. Interessant ist allerdings, dass Kara, die jetzt erfahren hat, was mit ihr passiert ist, also einen Teil ihrer Geschichte rekonstruieren konnte, insofern das überhaupt für einen Androiden relevant ist, sich nicht im Moment zumindest nicht verhalten hat, aber sie haben das Leuchten des LED-Rings gesehen, von gelb nach rot. Offensichtlich so etwas wie eine Memorierung oder eine Signalisierung, dass hier gerade etwas Besonderes passiert. Durch den gelben und roten LED-Ring markiert worden ist. Ja, warum reagiert Kara, wie sie reagiert? Im Moment kann man noch nicht abschätzen, in welche Richtung sich das Ganze weiterentwickelt. Und natürlich ist es auch so, dass Kara zumindest hier noch kein Bewusstsein zu haben scheint, sondern tatsächlich noch eine Androidin ist und das auch bleibt, aber eben nicht menschlich wird, sondern Androidin ist. Leichte Anzeichen für eine Änderung gibt es. Und man könnte sich auch fragen, weshalb es überhaupt so etwas wie eine Geschichte geben sollte. Das auf alle Fälle, was man beobachten kann, dass sie zu diesen zwei Menschen, also Todd und Alice, die hier in diesem verwahrlosten Haus leben, eine Beziehung aufbaut. Das Gespräch, was sie mit dem Mädchen führt, ging genau in die Richtung und man konnte alle einzelnen Gesprächsstrategien einzeln abrufen, die im Wesentlichen darauf abzielen, Vertrauen zu dem Mädchen aufzubauen, noch ohne Hintergedanken, aber einfach um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das sind natürlich hier in der Logik des Spiels Programmroutinen, die Kara durchspielt. Das, was sie aber erfährt, ist kein Gespräch oder keine Antwort oder kein Auftrag oder kein Befehl, sondern sie bekommt ein Geschenk. Das ist relativ speziell. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Spiel mit solchen unterschiedlichen Reaktionen arbeitet. Bin aber gespannt, wie das weitergeht. Und schauen wir jetzt nochmal diesen Baum nach und nach an. Wir haben zwei wichtige Dinge offenbar gefunden, nämlich einmal haben wir einen Weg nach unten entdeckt. Das könnte vielleicht, ach, ich will es mir gar nicht vorstellen, ein möglicher Fluchtweg sein. Und Kara sieht eine Waffe im Versteck. Ja, so wie es aussieht, haben wir tatsächlich relativ viel lösen können. Und ich bin mir noch, ich will mal noch schauen, wie das für den Rest der Spieler aussieht. Ja, wir sind am Anfang des Spiels und alle anderen Spieler, also fast alle, haben hier die einzelnen Optionen erfüllt. Einfach um sicher zu gehen, dass sie nichts verpasst. Gut, das soll es für heute erstmal gewesen sein mit dieser dritten Mission zu Detroit Become Human mit der ersten Episode, die wir mit Kara spielen. Und wieder mit einer vollkommen anderen Ausrichtung als die anderen beiden Missionen, die wir bisher gespielt haben. Ich hoffe, Sie bleiben dabei. Und wir sehen uns dann beim vierten Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human.